So, wie wir hier sehen, befinden wir uns immer noch bei Ox Must Die im letzten Screen von der letzten Niederlage. Ich werde es nochmal versuchen mit einer neuen Strategie und rein geht's. Mal schauen. Also die Dampfhalle baue ich jetzt nicht. Den Elektroschocker, den spare ich mir jetzt auch. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen Ich will auf verteidige, jeden Fall den als Klingenstab ob sie meinen haben. Kopf Ich brauche mit mehr Bogenschützen. Pfiffigkeit füllen. Ich möchte mir den Bodensänger holen. Vielleicht noch die Wandfalle. Aber ich denke mal, ich werde auf massig Bogenschützen gehen. Naja, also die Frage ist massig, ne? Also die schießen ja nur die Fliegenden ab. Pfeilwand. Sprungfederfalle wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ach komm, nehmen wir sie mal. Haben wir zwar keinen, der verlangsamt. Das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ja, versuchen wir es mal. Ja, ein Versuch macht klug, wie man so schön sagt. So, hier oben setzen wir auf jeden Fall den. Was soll denn hier hin? Ich Ja. diene dem Orden. Ich Zwei. diene dem Orden. Denn ist das für mich abgesichert. Ich weiß, okay, ich habe mein Bestes getan für. Ja, als Anti-Air, da sind das schon mal 6 Stück. Das ist schon mal gut. Das machen wir. Und die anderen, die kriegen wir auch so. Ne, kommt raus hier. Los, komm her. Ihr Ochs. Natürlich cool jetzt mit den Krawumfass hier wieder. Das hat mir doch gerade mal gefallen an der Stelle mal. Aber sie sind mir zu teuer, als dass ich sie dauerhaft benutzen könnte. Wenn ich sie so platzieren könnte wie die Säurefässchen, war sie kostenlos dauerhaft. Aber dass ich dafür bezahlen muss, das gefällt mir gar nicht. Absolut nicht. So. Ne, das mache ich anders. Dann werde ich das hier. Mal gucken. Ich werde mich mit Absicht hier mal aufhalten. Mal gucken, ob die. Ach doch, die Bogenschützen schießen auch auf die darunterliegenden. Das ist ja sehr gut. Hat er denn. Sehr schön. Die sind ja dann wirklich gar nicht mal so schlecht, außer sie werden jetzt abgeschossen. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber das läuft ja schon mal besser. Sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als das letzte Mal. Also, sagen wir mal, organisierter das Ganze. Sehr schön. So, wir packen hier unten nochmal. Packen wir hier noch eine Bodenfalle hin. Ne, wir machen da oben noch mal ein paar Bogenschützen. Ja. Komm. Kann ich da keine hinsetzen? Mein Bogen ist teuer. So, komm her. Mir einer durchgekommen? Nein. Gut, da gucke ich lieber noch mal sicherheitshalber. Verzichte ich denn darauf, dass ich denn hier vorne vielleicht ein paar Veniere wegkill? Aber ich habe hier immer noch Bogenschützen, also ich bin ja nicht allein hier, die unterstützt mich tatkräftig. Ja, das ist eine Falle, die mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Also die Bogenschützen sind schon wirklich auch mit zu meinen Lieblings-Supportern geworden. Wow. Ja, sehr schön. Die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, langsam da auch Bogenschützen umzusetzen. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Geld bekommen, Runde 4. Wir wissen, jetzt kommen sie auch aus dem anderen Tor. So, wo können wir sie denn hier? Na komm.
Ich diene dem Orden. Zwei. Bringen wir da noch einen hin? Ja. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Na, so. Okay. Dann starten wir mal. Mal gucken, ob wir noch das Geld zusammenkriegen direkt für. Achso, ja, 500 kosten sie ja, Mensch. Ich hätte direkt setzen können. Ja, komm. Und gar nicht so schlecht, da nochmal die Wand fallen gesetzt zu haben, hier auf den letzten Meter nochmal so als kleinen Schutz. Um vielleicht auch noch die kleinen, schnellen Flinken zu erwischen, wenn die mal durchkommen. Sind Flieger da auf dem Weg schon? Nein, sehr schön. Die sind nur aus dem weiter entfernten Tor rausgekommen. Sehr schön. Wo sind sie denn da? Yes. Bester Kampf. Dieser Typ, der ist sowas von sich überzeugt. Ist ja nett. So, dann machen wir das doch nochmal. Also die hier nochmal platzieren, sicherheitshalber, dann werden die nochmal hier hingeschleudert zu den Wandpfeilen. Ach, guck mal hier. Macht ja auch mal Spaß zwischendurch. Wäre schon fast langweilig, wenn ich meine Fläche nicht einsetzen würde. Komm. Jo, super. Dann würde ich auch noch mal schauen, dass ich vielleicht ein paar Bogenschützen hier baue. Gucken, was wir hier oben noch hinkriegen. Kein mehr. Komm, schieß drauf. Setzen wir nochmal hier vorne direkt welche hin. Oder so. Das ist ganz gut. Dann haben wir auf jeden Fall über die Entfernung noch ein paar Bogenschützen. Da kann ich ja noch ein paar mehr platzieren. Aber wenn die Bohnen fallen hier gar nicht ausgelöst. Ein Tag bis zum Ruhestand, na. Sehr schön. Haha, das war's mit euch. Ab in den Ruhestand. Oh, die Bogenschützen da sind schon der Hammer. Haha. Sehr, sehr schön. So, was machen wir jetzt? Also ich habe irgendwie das Gefühl, entweder habe ich es nicht mitbekommen, aber ich werde sie jetzt mal verkaufen, dass das nicht so viel gebracht hat. Ich setze hier ganz zum Schluss noch mal ein paar Bogenschützen. Ich glaube, das könnte mir richtig was bringen. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Nennt mir eine Richtung. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. So, mal hier eine ganze Reihe. Zack, 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 zack. Das Fässchen setzen wir einfach noch mal hier rüber. Oder dahin, meinetwegen auch so. Und noch mal den letzten Bogenschützen hier. Höchstgrenze an Wächtern. Ach, okay. Ich kann keine Fallen mehr setzen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal geschafft haben in der ganzen Zeit. Achtung, Flieger! Ja, Fliegende. Ich habe jetzt ordentlich Anti-Air. Bin trotzdem auf diese Elektrofallen gespannt, wie die denn wirken. Aber die werden wir dann ja wohl jetzt auf jeden Fall häufiger sehen. Ich gehe mal davon aus, dass ab jetzt eigentlich jede Runde Flieger kommen, oder gut wie jede. Okay, an! So, jetzt bringt mir also das Gold, was ich jetzt hier quasi erspiele, eigentlich auch nichts mehr. Jetzt wäre das vielleicht doch für die Fässer gar nicht mal so übel. Weil, ja, ich da das nicht gebrauchen könnte. Die Frage ist, aus welchem Grund? Oh ja, jetzt kriege ich nochmal richtig scharf oder hinten gedrückt, das ist sehr gut. Oh, aua, aua, aua.
Jetzt an dieser Stelle könnte man die Fässer noch benutzen, aber ansonsten sehe ich ja im Moment noch nicht so viel Sinn und Zweck dahinter, sie tatsächlich zu nutzen. Oh yeah! Na komm schon. Und hier. Ich sag mal, vielleicht richtig taktisch eingesetzt sind sie vielleicht nicht so schlecht, aber ne. Ich bin da nicht so ein Freund von. Ah, komm schon. Geht doch auch. Er liegt die Klecke oder gar nicht durch. Ich meine Hagel, Feuer, an Bogenschützen. Oh, ist das herrlich. Was die da durchfeuern. Na komm, der startet mal eine neue Runde. Sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Das war eine richtig gute Idee, die da hinzustellen. Ja, komm. Oh, das ist keine gute Idee, in den Nahkampf zu gehen mit dem. Nein. Oh, er hier. Das hier ein Schnetzeln Deluxe hier. Ah, ah. Ein Bogenschütze ist gefallen. Oh, ja. Da muss ich gleich mal aufpassen. Die Schweine schießen mir da meine Bogenschützen ab. Aber bis jetzt zum Glück nur einer. Wow, aua. Komm, lauf. Aufstellen. Schweinerei. Einmal heilen, ja. Komm, schnell. Er wird wirklich langsamer. Also man kann nicht mehr diesen Doppelsprint quasi machen. Also Doppel-W funktioniert da nicht mehr, um schneller zu sprinten. Yes! Sehr schön. Die Taktik ist auf jeden Fall aufgegangen. Wir haben noch richtig viel Kohle. Und wir hätten noch richtig bauen können. Aber ja, es hat ja gut geklappt. So, wir haben nochmal 5 Schädel dazu bekommen. Wollen wir die ausgeben? Oder? Ne, wir gucken jetzt erstmal in die nächste Mission rein. Und gucken, was da dann gebraucht wird. Und verbessern dann danach vielleicht dann auch die Fallen. Schauen wir mal rein. Ja, wir erhalten eine Schubfalle. Ach, alles klar. Der schubst sie quasi. Gucken, wie wir die einsetzen können. So, da unten ist der Spalt. Dass viele Kriegsmagier im Kampf gefallen sind. Wie viele von uns wohl noch da sind, um die Festungen zu schützen? Das Tor. Und er geht jetzt hier lang. Ach, wir haben 2 Spalte. Okay. Und da ist auch ein Tor. Das heißt, die... Ah, das ist ja nett. Okay. Also wir könnten natürlich versuchen, sie hier rüber zu schubsen. Ich weiß noch nicht, wie weit der Schub geht. Oha, das ist echt richtig mies. Na gut, okay, das versuchen wir mal. Wir holen uns mal die Schubfalle. Da ist sie 300. Ist ja klar, dass sie zurückgesetzt werden muss, dass sie nicht instant funktioniert. Wäre ja auch zu schön. Wir haben auf jeden Fall keine kleinen, was schon mal sehr gut ist. Das finde ich ja auch sehr fair an dieser Map. Okay, nehmen wir die Schubfalle. Ja, den brauchen wir dann ja nicht, den Elektroschocker. Nehmen wir die Barrikaden. Wäre eine Möglichkeit, dass man wenigstens eine Seite absichert. Ach komm, nehmen wir sie mal mit dazu. Ne, oder? Jetzt müssen wir 4 Seiten verteidigen. Also hier eine und also jeweils 2. Doch, machen wir mal die Balkan. So. Die Pfeilwand natürlich. Die. Verlangsamen wir mal. Vielleicht. Vielleicht die. Ach, die Bogenschützen nehmen wir. Machen die trotzdem. Ich weiß nicht. Vielleicht die Dampffalle. Anderen verlangsamen.
Na, ich bin mir gerade so unsicher. Komm, hör mal die Mana-Quelle mal. So. Was ich jetzt meinte, ist halt, sie haben ja hier den Weg lang und da. Das heißt, pro Tor 2, das heißt 4 Wege, die wir verteidigen müssen. Was ich natürlich absolut nicht so toll finde. Und deshalb hatte ich halt überlegt zu sagen, komm, wir machen die eine Seite mit Barrikaden dicht. Ja, das werden wir dann auch mal tun. Machen wir sie hier ganz am Ende dicht. Da und da. Und das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite auch. Ach so, nee, das war ja anders. Haha, das war ja hier anders, das Tor. Dann machen wir sie dann... Das ist halt die Frage, wie wir das hier verteidigen. Das weiß ich noch nicht so genau. Und da vorne könnte man ordentlich Wandfallen setzen. Sagen hier vorne dich mal ein. 1, 2, 3. Es müsste funktionieren. 1, 2, 3. So. Dann haben wir auf jeden Fall von hier aus gesehen die linke Seite komplett dicht. Und dann müssen wir uns nur auf diese Seite konzentrieren. Ja. Mal gucken. Kommen sie hier raus. Okay, das ist ja schon mal nett, dass wir nur die eine Seite haben. Also irgendwie von hier oben... Von hier oben will ich nicht treffen. Ich weiß auch nicht warum. Nee, will ich nicht. Ich spiele auch sonst gerne mal ein bisschen Sniper und so, aber... In diesem Fall mal nicht. So, dann wollen wir mal die Schubser direkt setzen. Das ist die 3. Ah, das reicht nicht aus. Ich glaube, die Reichweite ist von denen nicht ausreichend. Die haben ja nur hier diese eine Reichweite. Na, mal gucken. Mal schauen, was passiert. Mal gucken. Ah, jetzt nicht. Doch, das reicht aus. Ich will nochmal schauen. So, löst nochmal aus. Doch, doch, das reicht aus. Sehr schön. Ich dachte, das wäre so wie bei dieser einen Wandfalle da, die nicht vollkommen ausreichend ist. Okay. Ah, komm. Ah, komm jetzt. Kommt mir hier noch keiner durch, ne? Wir. Okay. Sehr schön. Okay, wenn mir jetzt einer durchgekommen ist, dann habe ich es nicht mitbekommen, aber ich denke mal nicht. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das wird sich hübsch an dir machen. Das gefällt mir. Machen wir die doppelt. Ja, auf jeden Fall verlangsamen, wenn schlecht, dann hat die Falle auch mehr Zeit ausgelöst zu werden. Doch, das gefällt mir. Ja, ganz cool, die Schubfallen. Na komm schon. Der doch endlich mal. Einmal hochheilen. Bitte einmal durchwischen. Ah. So, wir müssen auf jeden Fall deutlich mehr Schaden machen und hier werden wir nochmal eine Schubfalle setzen. So, und jetzt werden sie vermutlich auch da oben rauskommen. Ich werde einfach mal sicherheitshalber hier einmal kurz durchgehen und mich hier oben hinstellen. Und vielleicht hier auch nochmal ein paar Fallen machen. Das wäre vielleicht auch sinnvoll. Das Letzte, was du je sehen wirst. Na, kommen sie hier raus? Ne, mach nicht. Okay, also wieder rüber. Doch. Wollte gerade sagen, habe ich mich verguckt. Tut mir sorry. Naja. Aber ich habe ja hier schon mal die Wandfallen richtig gesetzt. Das ist ja schon mal super. Ah, das ist ja... Armlos, was da jetzt rauskommt. So.
Na komm, startet er jetzt auch wieder hier. Wahrscheinlich jetzt auf beiden Seiten. Was jetzt noch nicht. Also knapp hinter dem Schild kann man den wieder schon abschießen. Ah, komm hier, die Bogenschützen, die krieg ich doch locker weg. Ja, das geht auch. Oh, hier nochmal ein kleines Fässchen. Das funzt doch das Ganze. Auch ein sehr tolles Wort, funzt. Was man denn nicht so alles in der Jugend an tollen Wörtern gelernt hat. So, was machen wir denn hier unten noch? Wir haben ja noch. Ah, wir hätten noch 400 für eine Stachfalle. Wenn wir die nochmal setzen. Ja, ich sag mal hier sicherheitshalber hier nochmal ein. Der kann ich nicht. Ups, nein, ich wollte doch die Stachelfalle hier platzieren. Na, da nochmal ein direkt zum Aufhalten. Ja, jetzt kommen sie hier wieder. Dort hatte ich so im Bauchgefühl, dass sie jetzt auf der Seite kommen. Weil ich habe einfach über Glück gehabt. Was war das? Der hat sich ja ganz gedreht wie Sonic. Wenn ihr das kennt, das Spiel. Das ist ja so ein kleines Jump-and-Run-Spiel. Damals aus der Zeit der Sega. Das war schon ein bisschen älter. War schon lange her. Ach komm, machen wir jetzt hier jetzt nur ein. Und da war das immer so, wenn Sonic sich gedreht hat, dann konnte er immer ganz, ganz schnell rollen. Da kann man richtig fix voran. Und in manchen Stellen brauchte man das auch, damit man die Loopings schafft. Ja, die Schubser sind schon ganz nett. Aber die kommen wirklich nur auf dieser Seite ran. Da vorne ist schon zu weit. Das schaffen sie nicht. Dann schubsen sie zwar ein gutes Stück, was ich auch sehr gut finde und nicht nur so einfällt. Von daher ist schon nett, sonst müsste man die ja noch enger bauen. Ja, ich wollte gerade sagen, wo sind sie denn jetzt noch? Ich gehe noch mal, ich würde sagen nach oben, aber da kommen sie im Moment gar nicht. Ist hier noch mal eine Falle, da. Okay. Ah, komm her, Fässchen. Bam. Yes! Haha! Ah, ich liebe die Dinger! Das macht immer wieder Spaß, mit dir zu spielen. Ah, du fetter Oger! Guck, ob ich ihn schubsen kann. Ne, schafft er nicht, ne? Ja, da kommen sie nicht gegen an. Die sind zu fett, zu schwer. Nein, komm. Oh nein, ich habe tatsächlich durchgelassen. Verdammt. Wo geht's am Anfang? Ja. Das Gülle-Loch. Okay, das heißt, ich muss nochmal ran. Ich habe es mal wieder nicht mitbekommen. Ihr habt das bestimmt alles schon gesehen und. Aha, Mitch. Der kriegt das eh wieder erst am Ende der Folge mit. Ja, das ist halt da manchmal so. Dass man dann so im Spiel vertieft ist und sich gar nicht hier um die Zahlen kommt. Aber was soll's. Wie es denn weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Ciao.